So, hier sehen Sie das neue Asus TF700 KL auf dem Vodafone-Stand auf der IFA 2012 in Berlin. Das ist ein ganz neues Gerätekonzept, ein Hybrid aus Tablet und Netbook, hat eben durch das Netbook bis zu 14 Stunden Standby-Zeit. Das Ganze ist also unten ein Keyboard-Dock und hier oben mit dieser Taste kann ich das entriegeln und dann den Bildschirm entnehmen und als klassisches Tablet nutzen. Hat eine Auflösung von 1920x1200, hat nur 9 mm Bauhöhe, also sehr schlank. 16 GB internen Speicher, das ist auch das Maximum für den internen Speicher des Gerätes, kann aber durch Micro-SD-Karten erweitert werden, hat eine 8-Megapixel-Kamera an Bord und wie gesagt, wenn ich eine vollwertige Tastatur möchte oder eben auch entsprechend längere Akkulaufzeit, dann stecke ich das hier wieder rein und dann wird das hier fixiert und dann habe ich eine entsprechend komplette Tastatur wie bei einem Netbook zur Verfügung. Sie sehen hier auf dem Asus TF700 KL auf dem Vodafone-Stand LTE Highspeed im Vodafone-Netz. Das ist